So, du Püree Anja, Alter, jetzt machen wir's. Hätte der hätte er jetzt da nicht außerkugeln sollen? Mit dem Spenderherz? Ich hab ein Spenderherz da noch einmal. Kommst du ja bis da um mit Depperter? Mau, Alter. Hey, du sollst da außerfallen aus der Kiste, du Wappler! Wie lange willst du noch da drin bleiben? Ich kann mit der Kiste fast nicht fahren! Was soll denn der Scheiß jetzt da? Kipp außer jetzt! Alter, es fängt doch schon gut an. Alter, das ist doch gerade ein Bug, oder? Der fällt doch normalerweise da aus der Kiste außer. Da! Jetzt hat's funktioniert! Du geile Butterblume, du Schöne! Okay, das Herz. 3-Sekunden-Regel. Wenn wer schnell greift, kann man es noch verpflanzen. Und gleich drauf auf die. Ja, klar, auf die Pumpen drauf! Wart, frier es noch, komm! Ja, Pumpen, Ah! Hat irgendein Mensch sein Leben losen, um einen anderen Mensch zu retten, Alter, und wir spielen mit seinem Spenderherz. So, jetzt liegt's da. Ein bisschen der Gang drucken, schauen, ob noch Blut aus so spritzt, komm. Nein, wir schmeißen es noch auf den dreckigen Baum. So, ich sollte mir jetzt links halten, damit wir nicht hinwerden. Weil das habe ich jetzt vorher versäumt. Da sind ja die Schachteln. So, und jetzt müssen wir. Das ist ja, da ist jetzt echt viel dabei, wo ich den Arzt davon rutschen muss. Und ich hoffe, wir schaffen es diesmal schneller. So, jetzt rein in die Olga, ab geht's, diesmal schaffen wir's. Komm, 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 komm. Flugsaurier. Bing. Ich hätte vielleicht bremsen sollen. Das war jetzt nicht so gut. Ja, Entschuldigung! Taktiker Schnauze, mach's besser. Also Heizkörper ist nichts gut für mein Eis, okay? Hab's durch, einen Scheißdreck hast du durch, Alter. Du schaffst ja nicht einmal solitär zum Gewinnen. Und los mit dir. Wenn jetzt ein Schwachsinn, klappt da sowieso keiner. Weg, 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 weg! Ach du nicht zum Heizkörper zu, wie sonst war's das gleich für dich. So, jetzt kommt erst das Sch**te mit dem Dreckschirurg, Alter. Bis zu dem geht's ja eh noch. Ansichtssache, solitär mag ich nicht. Schwachstell. Jetzt hab ich schon dreimal Schwachstell gesagt, wie oft tust du das jetzt noch hören? Was seh ich denn? Fahr ab auf den Sessel, Depperter. Komm, eins, zwei, hast du nicht gesehen. Alter, wie weit das dann eigentlich ist, bis wir den Sch**Chirurgen über den Weg laufen. Die Missionen sind halt echt verdammt groß, also das muss man ja noch schon losen, gell? Klar ist was anderes. Da oben, komm. Da kommt man jetzt zum ersten Mal, ne? Jetzt da müssen wir da schnell um mich. Und da rein. Komm, 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 um mich, um mich, um mich. Um mich! Rutsch doch um mich, du Saublätzstück! Geh rein da! Alter, wie lang der braucht! Are you a Bob? Do you need surgery? I'm getting quite good. Geh weiter, du gestörter Fleischhocker für Arme, Alter. Schleich dich von mir. Dodeldepperter. Are you a Bob? Please don't hide. I must get back to my work. Wer versteckt sich, Alter? Geschüttelter. Keiner kann was dafür, dass du ein Totalpatient bist, Alter, und da um einen Hund geisterst. Ma, Alter, das geht mir so am Rutscherei? Da kannst du Stuntergang lenken, wird der so nicht langsamer. Du geile Butterblume, du Scheiße! Asgard, Abend, da ist klar bei dir. Da ist ein Brot, aber scheiß aufs Brot. Wir müssen, glaube ich, da rein, oder? Er rutscht einfach einmal weiter.
usually only operate on bobs, but I'll try my best. Er rutscht einfach die ganze Zeit weiter. Tu weiter, Baby, Alter, da schläft mir das Gesicht. Ja, alles zerstört, aber Minimum natürlich. Wir sind ja wandelnde Abrissbirnen. So, jetzt der Geister da drin wieder der Gestörte und das ist ja jedes Mal das Gleiche. Wer langsam auch. Jetzt müssen wir schnell sein. Surgery practice. I need to save lives. Ich glaube, jetzt bin ich hier. Vor mir. Sehr gut. Da eine. Was ist bei dir eine? Danke. Ist ja nicht normal, Alter. I could have sworn you were right here. Halt die Gauschen und schleicht dich, wie du allein nicht so schnell da oben gekommen bist, Alter. Ist schon mal. Nein, ich bin ein Fisch in einem überdimensionierten Eiswürfel, Entschuldigung. Handbremsen haben sie vergessen zum Einbauen. Ich weiß nie, wo der Trottel nämlich gerade unterwegs ist, deswegen muss ich echt aufpassen. Wo läuft der Kasperl nochmal unter, Alter? Wenn wir es gut anstellen. Ich glaube, da vorne jetzt rechts, oder? Please don't hide. Ja! I must get back to my work. Jawohl, wir sind aber viel besser dran, Alter. Beim letzten Mal hat er uns 10-mal gehabt da. Aber heute schaffen wir es, Alter. Heute schaffen wir es. Heute sind wir einfach der King of the Hill. Ja, drauf, dann fahr da um mich. Ich rutsch über der King! Du brauchst gar nicht zum Heizkörper hin, weil dann war's das wieder für dich. Every second you keep hiding, Bob loses more blood. Halt die Gauschen, du kommst mir nicht nach, ich weiß ja, was ich tue. What are you? Fahr durch! Man. Mir verkrampft schon so mit dem Fisch. Und Abfahrt. Jetzt sind wir aber, glaube ich, eh schon dort, wo wir hin wollten, wo wir gestern aufgehört haben. Das ist jetzt recht schnell gegangen. Ja, Alter, ich stelle mich ja immer deppert. In Wirklichkeit bin ich ja Vollprofi. Ja, wir sind hier. Jetzt sind wir innerhalb von, kannst du sagen, 5 Minuten da hingekommen, kannst du sagen, oder ein bisschen mehr wie 5 Minuten, wenn es schon gewesen sei, wo wir gestern waren, wo wir gestern gefühlt eine halbe Stunde hingebracht haben. Mach, du bist so dämlich. Auf. Ja, du bist halt einfach existent! Da ist Scheiße da. Na, ja, vergiss es. Auf, eine! Oder so. Schnell. Ja, wir schwimmen im menschlichen Blut. Ich will jetzt nichts daran kritisieren oder so. Das ist völlig normal. Das gehört sich heutzutage so. Ich frage mich nur immer, wie ich das geschafft habe. Tja, er ist doch viel zu gering dafür. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, wie ich das gestern. Wir haben ja gestern. Oh, Alter, jetzt war er fast auf der Kanten verreckt, der Trottel. Aber ich darf nicht runterfallen, ich muss. Wie hab ich das gemacht, Alter? Einfach wieder voll überfordert. Schau, er springt doch nicht hoch genug. Ich versteh's nicht. Wie hab ich das gestern geschafft dann? Er schafft's ja nicht. Da, er springt nicht hoch genug. Das ist so ein dummes Ding, Alter. Schöne!
Ich weiß nicht, wie ich das gestern noch schnell geschafft habe, dass er das erwischt hat. Ich weiß es nicht. Nils, danke mir voller. Auf dem Schwamm. Nein, der Schwamm hat gar nichts dazu beitragen. Das weiß ich noch. Der war. Das habt ihr zwar alle geschrieben, aber er hat nichts gebraucht. Ich würde es echt gern wissen, wie ich es geschafft habe. Ach so. Alter, jetzt wollte ich gerade sagen, wenn er jetzt verreckt war, war er jetzt durchdraht, Alter. Ja, den erreichen jetzt so. Noch einmal, wir haben da einen, weiß ich nicht, 500 Milliliter Beutel aufgemacht und die ganze Scheiße schwimmt im Blut. Die Wahrscheinlichkeit ist halt relativ gering, ja. Ja, wir, ja, man, wenn das so funktioniert mit Blut, gell, dann braucht man nicht mehr alle Blutspenden, gell. Wie kann ein Beutel so viel Blut sein? Ja, was fragst du denn mich? Wie kann ein Piranha mit einem Eiswürfel durch ein komplettes Krankenhaus durchschwimmen? Also, wenn wir jetzt wirklich anfangen, die Realität in, oder den Realismus des Spiels in Frage zu stellen, dann müssen wir alle euch einmal wirklich ganz dringend zum Psychiater schicken. Ja. Geht's runter! Boah, Alter, ich wäre so krantig, wenn er fast stirbt, der Sauschädel, der anbrunzte. Jetzt müssen wir da alle Blutkonserven aufbeißen, Alter. In jeden Kastel. Damit wir ganz aufkommen mit dem Blut. Komm, weiter, 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 weiter. Alter, das ist ja wirklich, also ich kenne kein Horrorspiel, wo so viel Blut gibt, als wie in dem Spiel. Wirklich, mir fällt jetzt kein Horrorspiel ein, wo so viel Blut ist wie da. Oder? Stimmt's oder hab ich recht? Wisst ihr eins? Ein paar Sekunden später. Alter, schaut euch das an, wie weit das wir schon um sind. Das muss der Moment auf der Zunge zergehen lassen, Alter. 20.000 Liter Blut, einfach so. Yay! Ho! Ich schwimme so im Blutbad als Piranha. Ich habe null. Null negativ. Null negativ ist die seltenste. A, B oder null sind die seltensten, okay? Ja, Leute, deswegen habe ich so viele Zuschauer, weil das sind Sachen, die weiß ich wieder nicht. Oder die merke ich immer nicht. Und jetzt zum Türgriff. Nein, wir sind noch nicht fertig. Ich muss da eher noch aufreißen. Oder reicht schon? Ich habe mir gedacht, wenn wir schon verschwenderisch sind, dann machen wir ja gleich alle auf, oder? Ja, theoretisch könnte es schon. Ja, wir machen gleich alle auf, wenn wir schon dabei sind. Hallo? Vor allem Blut war niemals so dünnflüssig und wird sofort. Wie heißt das? Gerinnen oder wie das heißt? Also Blut ist ja sofort einmal Ding, ne? Staugt sofort. So stauken wird das ja sofort, wenn es mit Sauerstoff in Verbindung kommt. Werden wir jetzt eigentlich noch Hecher? Ich glaube, wir haben das Maximum erreicht. Maximus Decimus Aurelius. Jetzt können wir die Tür aufmachen und jetzt werden wir den Chirurg dort wegschwimmen. Ach du Scheiße. Alter, ich hoffe, der Chirurg wird da nicht gleich einmal umeinander laufen. Ich meine, jetzt bin ich nämlich in einen Eiswürfel gefangen. Alter, wir haben gerade ein komplettes Stockwerk von einem Krankenhaus mit Blutkonserven geflutet. Ich will es nur noch mal kurz erwähnen. Das ist eigentlich ein Spiel für Zwölfjährige. Ich habe noch nie ein Horrorspiel gesehen, wo so viel Blut im Spiel ist wie da. Es ist halt auch gerade, Alter, da hinten ist ein Skelett. Alter, jetzt wird es dann echt schon langsam gruselig. Es ist halt wirklich, wirklich deep da, gell? Also, allein ich durchs Blut, der ganze Raum ist so rötlich, das ist halt echt brutal. Kann ich da rein? Was soll ich da? Ich muss wieder Blutkonserven aufbeißen, habe ich recht? Ach du Scheiße. Oder nicht? Ja, wenn die Türen schon. Da ist ja nichts drinnen, wieso kann ich die Türen dann aufbeißen?
Suche ich was Bestimmtes, oder? Depper, da beißt die fest an der Tier! Du möchtest gern Sauzipf, da ist ja nicht einmal was drin! Wieso soll ich die Tieren überhaupt aufbeißen, wenn nichts drin ist? Einfach Zeit vertranscheln, oder was? Ist da überhaupt was? Nein, für was soll ich da auf? Alter, du bist schon schöner ein bisschen, gell? Aber das kann man aufbeißen, aber wurscht. Schauen wir da auch noch rein, aber ist auch nichts drinnen. Ist das nicht sinnfrei? Okay. Habe ich das jetzt nicht erwischt oder schon? Ich schätze mal, der Behälter ist zum Aufm. Was ist da drin? Sag mal bitte, Alter, der Pissevorrat von den letzten 20 Jahren. Damit wir in so einem richtigen Blut-Pisse-Gemisch herumschwimmen, ne? Weil jetzt viel makaberer kann. Was ist denn? Beiß die richtig fest! Oh, Alter, das ist ja auch Blut! Ja, warum soll denn das Blut sein? Willst mich schon. Ja, ich hab mich gerade voll gefetzt, Alter. Auf einmal lass da los. Wieso soll denn das bitte schon wieder Blut sein? Was ist denn da drin, Alter? Habt ihr Blauwald das Blut angezapft oder was? Einfach einmal ein fetter Silo mit Blutkonserven drin. Ich glaube, ich spinne. Ich glaube auch, Alter, wir sind da nicht, Alter, bei einem Fisch, Alter, wir sind da bei Ding, bei wie heißt es noch schnell? Ich weiß, du sagst, ein Vampir, wie hat die Serie noch schnell geheißen, Alter? Ich habe keine alle Teile, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißen. Wo Vampire gegen Werwölfe kämpfen, gegen die Lykaner, wie heißt das noch schnell? Wie heißt das noch schnell? Nein, nein, Twilight. Auf Twilight, Alter. Das ist los mit dir. Underworld, genau. So, die Frage, was sie mir jetzt aber trotzdem gerade stellt. Müssen wir noch mehr aufbeißen? Oder müssen wir da dagegen springen? Das ist ein Lift, gell? Oh. Okay. Sehr gut. Geschafft. Alter, die Blutsinnflut, Alter. Da glaubst du, Alter, da wirst du zum... Wahrscheinlich. Jetzt ist da rund auch wieder alles voll mit Blut. Jetzt wüsst mir aber schön. Wahrscheinlich, dass der genau in den Gullideckel eine... Nein, also wirklich, das Spiel ist echt halt schon... Wer kennt's nicht, gell? Da fliegst vom vierten Stock aus, Alter, und landest genau in einem Gullideckel als Fisch. Wo sind wir da, Alter? Und wieder alles voll mit Blut, Alter. Ich bin da ja wirklich in Underworld. Ach. Wie dumm der Piranha dreischaut. Schaut sie mal in seinen Blick an, Alter. Schau, das eine Auge. Komplett finished, der Fisch. Ich kann nichts mehr da. Nur beißen. Ah! Wir haben es geschafft! Der war wesentlich leichter als die letzte Mission mit den Fisch. So, und jetzt bin ich gespannt. War es das jetzt oder kommt noch was? Ich meine, jetzt sind sie ja alle vier happy miteinander und beieinander. Müssen wir jetzt dagegen Blauwale kämpfen? Ja, ihr Armen. So, jetzt sind sie alle wieder glücklich. Oh, süß. Fischstäbchen. Was kommt jetzt? Ist jetzt vorbei? Ich glaube noch nicht, dass es vorbei ist. Rein sternetechnisch müsste es noch zwei Missionen geben. Oha! Es ist noch nicht vorbei. Und wo finden wir uns jetzt wieder? Richtig, im Tiershop. Was ist jetzt? Finale. Der Wui, Finale. Es gibt eine finale Mission. Wollen wir den noch spielen, Leute? Abonniere jetzt, um das große Finale nicht zu verpassen. Hands up, then we gonna drop. Drop.